So, schönen Abend zusammen. Recht herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz heute. KT hat Opel gegen Pfaffenhofen gelautet. Endstand 3:4. Ich darf auf Seiten der Gäste den Abteilungsleiter, glaube ich, Alexander Dost begrüßen und Piratencoach Norbert Zabe. Ja, Glückwunsch zunächst zum Auswärtssieg. Drei wichtige Punkte wieder einmal für den EC Pfaffenhofen. Nach der klaren Führung, nach dem ersten Drittel, gab es den Ausgleich im zweiten Drittel. Am Ende ein knapper Sieg, hart erkämpft, aber zumindest in meinen Augen sicherlich nicht unverdient. Wie haben Sie es gesehen? Ja, uns war klar, dass Buchlohe, oder zunächst einmal erstmal einen schönen guten Abend, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Servus. Uns war klar, dass Buchlohe alles in die Waagschale werfen wird heute. So hat es auch gestartet, so ist Buchlohe auch gekommen, sehr hart. Haben wir am Anfang wieder Philipp Bell wieder sensationell gehalten, hat gleich über zwei, drei Sachen starke selbst rausgeholt. Das hat natürlich Vertrauen gegeben der ganzen Mannschaft. Dann haben wir in der 10. Minute ins 1-0 geschossen und dann ist es relativ schnell gegangen, 2-0, 3-0. Waren wir zur richtigen Zeit da, die Tore waren auch schön rausgespielt. Uns war aber dann klar, in der ersten Drittelpause haben wir zu den Jungs auch gesagt, Freunde, die kommen, wir dürfen nicht aufhören, wir müssen weiterspielen. Und dann haben wir gerne einfach im zweiten Drittel haben wir Buchlohe zu viel Platz lassen. Wir waren jetzt so nah an die Männer dran, wir haben ihn das Mitteldrittel haben wir gerne überlassen, wir haben die Checks nicht zu Ende gefahren und wir haben auch viel zu viel Strafzeiten dann auch genommen. Und dann kam es relativ schnell, 3-1, 3-2, 3-3. Und ja, dann haben wir aber auch wieder in der zweiten Drittelphase gesagt, Jungs, wir sind absolut im Spiel, wir müssen jetzt dagegen halten. Wenn wir das abrufen, was wir in Schweinfurt geleistet haben und letzte Woche zu Hause gegen euch, dann werden wir da durchaus bestehen. Und drittes Drittel war relativ knapp. Am Ende haben wir dann 4-3 geschossen. War ein sehr wichtiger Sieg für uns. Da gibt uns natürlich jetzt noch mehr Selbstvertrauen. Wir haben es in der eigenen Hand jetzt in dieser schweren Verzahnungsrunde zu überleben. Und von daher gehen wir jetzt weiter. Sonntag wartet der nächste harte Gegner mit Amberg. Was ich gehört habe, führen die jetzt noch im zweiten Drittel gegen Schweinfurt. Das war natürlich auch gut wert für uns, aber wir haben es selber in der Hand, wir schauen auf uns und dann bin ich ja absolut positiv gestimmt, dass wir nächstes Jahr Bayernliga spielen. Danke. Ja, für uns der nächste Nackenschlag, den wir uns nennen, das ist einfach bitter. Hast du schon Worte? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich habe es so gesehen, dass wir heute überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben. Überhaupt nicht. Im ersten Drittel haben wir überhaupt keinen Zugriff gehabt. Dann war die logische Konsequenz diese drei Gegentore. Ersten Drittelpause, ja, da hat man sich dann ein bisschen gefangen, ist dann besser ins Spiel reinkommen, konnte das Spiel dann auch drehen und dann offen gestalten. Und dann war eben dann das 3-3 war dann die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Und dann arbeitest du halt wieder Tobi Kastenmeier wahnsinnig hart an der blauen Linie bei dem Schuss, blockt den Schuss noch. Dann kommt die Scheibe vor das Tor und vor dem Tor wird halt dann nicht so hart gearbeitet wie in der blauen Linie. Und dann kriegst du halt dieses 4:3. Und so sind so oft so viele Situationen, wo halt an manchen Stellen nicht konsequent genug gearbeitet wird. Und das Resultat ist dann einfach, dass du das Spiel verlierst. Nur wenn wir das nicht kapieren, dass wir halt 60 Minuten eisig spielen müssen und von Anfang an, dann weiß ich nicht, gegen wen wir noch gewinnen wollen. Und ich habe die Mannschaft heute nicht in einer gemeinsamen Mannschaftssitzung vorbereitet auf das Spiel, sondern blockweise, jeden Block einzeln bei mir im Kämmerchen, weil ich schon wieder so die Vorahnung hatte, dass es mit dem ersten Drittel wieder, und genauso kam es wieder, und das ist einfach bitter. Das ist immer wieder dasselbe Schmarrn. Und ja, aus dieser Situation rausfinden, ist nicht so ganz einfach. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Wir werden sehen. Pfaffenhofen, ja, sowas wie die Überlebenskünstler im Abstiegskampf, will ich es jetzt mal nennen. Die Abstiegsrunde vielleicht auch so ein bisschen sprungbildlich wie das Spiel heute. Zunächst so ein bisschen auf und ab, aber jetzt zum Schluss hin, jetzt die letzten drei Spiele hin betrachtet, auch seid ihr richtig gut in Fahrt gekommen, oder? Ja, schon. Wir haben natürlich in der Hauptrunde schon unsere Leistungen gezeigt und immer dran. Aber wie es gerade der Kollege gesagt hat, das Spiel dauert 60 Minuten und das haben auch unsere Jungs.
sehr oft vermissen lassen. Wir haben gedacht, in der Hauptrunde, es klangen 20 Minuten oder es klangen 40 Minuten, es klang halt nicht. Und so war es halt am Anfang der Verzahlungsrunde. Du kannst nicht nur mit 20 Minuten Eishockey-Spiel gewinnen, das funktioniert nicht. Jeder in dieser Gruppe kann Eishockey spielen. Für mich hat es da von Haus aus überhaupt gar keinen Favoriten gegeben. Und am Anfang war es natürlich auch schwer, das erste Spiel in Hasfeld. Haben vielleicht der eine oder andere gedacht, das geht gerne Landesligisten, schauen wir mal. Viele dumme Strafen kassiert, die haben dann das eiskalt ausgenutzt, die Überzahl. Und dann kam das Spiel vor eineinhalb Wochen gegen euch, wo dann der erste klare Sieg kam, wo die Jungs dann auch wirklich über die ganze Distanz gegangen sind, über 60 Minuten gegangen sind, haben sie dann auch belohnt und jetzt kommt das Selbstvertrauen. Und dort müssen sie einfach weitermachen. Ja, es wird auch am Sonntag wieder ein sehr hartes Spiel gegen Amberg werden. Dort reichen auch keine 20 oder 40 Minuten. Dort müsst du wieder 60 Minuten hart spielen. Und so müssen wir einfach weitergehen. Und was halt für uns extrem wichtig ist, wir müssen auf keinen anderen schauen jetzt mehr. Wir haben es wirklich selber in der Hand. Wir brauchen nicht auf Ausrutscher von anderen hoffen. Und von daher müssen wir jetzt jedes Spiel wie Endspiel angehen. Und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Ich bin auch sehr, sehr positiv gestimmt, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass wir in der Klasse bleiben, dass wir in der Bayernliga nächste Saison wieder spielen können. Es wird ein harter Weg. Wir haben noch sehr schwere Spiele vor uns, aber wir werden bis zum letzten Spiel alles geben. Und wir wollen natürlich auch keine Wettbewerbsverzerrung machen, sondern wir spielen es durch bis zum letzten Spiel. Absolut. Ja, für uns wird der Abstiegsstrudel immer tiefer. Wie schießt man die Mannschaft jetzt in Betracht auf das Sonntagsspiel vielleicht irgendwie aus diesem Sumpf? Naja, jetzt sind die Jungs, glaube ich, schon selber mal gefordert. Ich meine, wir trainieren dreimal die Woche und machen bestimmte Dinge aus und das funktioniert im Training auch, das funktioniert stellenweise auch im Spiel. Nur wenn man halt nicht bereit ist, 60 Minuten zu laufen und zu kämpfen und zu rackern, dann brauchen wir nichts ausmachen. Das ist, glaube ich, die Grundbedingung fürs Eishockey, dass man sich bewegt, dass man Gas gibt und kämpft. Und wenn man das nicht macht, brauchen wir über irgendwelche taktischen Dinge gar nicht mehr reden. Und jetzt ist einfach die Mannschaft mal selber gefordert. Also nicht immer der Trainer, vorher der Dollhofer und dann wir und dann jetzt ich und was weiß ich was. Nee, jetzt ist mal die Mannschaft selber gefordert. Und nur immer nach Ausreden suchen, da habe ich keine Lust mehr. Jetzt sind die Jungs mal selber gefordert. Fragen aus der Runde. Ja. Wir sind stolz auf unseren Verein. Wir haben es nicht nötig, dass wir uns noch verstärken müssen in der Winterpause oder sonst was, wie andere, die 3-4 Ausländer noch holen. Bin ich stolz auf NSV Buchle, dass sie das so durchziehen. Andere meinen, die müssen das machen. Deswegen stehen sie jetzt vielleicht auch besser da. Dann sollen sie das machen. Nächstes Jahr schauen sie auch wieder anders aus. Mein Statement. Will Pfaffenhofen was dazu sagen? Das war jetzt keine Frage. Also insofern muss jetzt keiner was antworten soll. Nee, das war deine Meinung, also, aber wenn du mir eine Frage stellst, kriegst du eine Antwort, aber ich habe jetzt keine Frage vernommen aus deiner. Nein, ich habe das Statement abgegeben. Darf ich auch, oder? Ja, absolut. Ja, gerne. Ja, logisch, keine Frage. Insoweit war es das, denke ich, für heute. Ich bedanke mich bei den Gästen für die Teilnahme an unserer Pressekonferenz. Wünsche euch sportlich gesehen natürlich auch für den Rest der Runde möglichst viel Erfolg. Vielleicht. Ich auch. Ja. Vielleicht schaffen wir es irgendwie noch, dass wir beide unter die ersten drei rutschen. Es wird für uns zumindest ein brutal schweres Stück Arbeit. Kommt's gut heim, gute Heimreise, viel Erfolg am Sonntag. Ja, ich habe es bereits erwähnt, das nächste Heimspiel wird erst Sonntag in der Woche wieder stattfinden. Zwei Auswärtsspiele jetzt, also zunächst am Sonntag in Moosburg, Freitag drauf, dann in Haßfurt und dann sehen wir uns Sonntag in der Woche gegen Amberg hier wieder. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende trotzdem und einen guten Nachhauseweg auch Ihnen allen. Danke.